Schönen guten Abend, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einem Let's Play von World of Warcraft. Hier seht ihr meinen Level 90 Paladin Allianz-Seite, Mensch seines Zeichens, auf seinem schönen Schreckensross des kopflosen Reiters. Ich war längere Zeit nicht mehr online in WoW, hab gedacht, hätte ich mal wieder Bock drauf und warum nicht auch ein bisschen was aufnehmen, um es anderen Leuten zu zeigen. Ich schaue jetzt mal 5.2, den neuesten Patch habe ich noch nicht mitgemacht. 5.1 habe ich mir vor wenigen Tagen angeguckt, habe da die ersten Quests gemacht. Bin aber nicht sonderlich weit und ich denke, werden wir uns bestimmt auch mal angucken. Jetzt, was habe ich hier vor? Wie gesagt, mein Paladin, ich spiele Vergelter im Moment, habe allerdings noch Heal Equip, aber bin im Moment voll auf Vergelter geskillt. Einfach wegen den Quests machen war mir das damals viel lieber. Ich fand es einfach schwierig als Heiler mit der zweiten Skillung und da bliblablub. Ich bin in zwar einer großen Gilde, wir raiden nicht, aber ich werde euch garantiert auch Schlachtzugsbrowser-Videos zeigen, garantiert. Ich bin ziemlich erfolgshungrig, sagen wir es mal so. Ich habe schon einige Erfolge gesammelt. Was haben wir denn hier? 11.660 Erfolgspunkte am Stück, das ist nicht schlecht, denke ich. Ich habe viel bei den Haustieren gemacht, habe viel gesammelt, viel Haustierkampf gemacht. Da werden wir garantiert auch irgendwas mal anschauen. Und jetzt habe ich heute gedacht, einfach mal zum Einstieg, mach mal ein paar Dailies beim Goldenen Lotus. Ätzend, ich weiß, bevor ich aufgehört habe, war ich schon ziemlich weit. Was gibt's? Ich dürfte, Moment, lasst mich nicht lügen. Beim Ruf müssen wir gucken, Goldener Lotus 18.870, also es dauert nicht mehr lange. Ich habe gedacht, einfach für mein erstes Let's Play mal was Einfaches. Kann ich ein bisschen was über mich erzählen, was ich hier vorhab. Und ja, lasst uns einfach mal spielen. Oh, da fällt mir gerade ein, weil ich vor kurzem bin ich online gegangen, habe mich viel mit dem Spiel immer so auch mit Hintergrundinformationen beschäftigt. Und mit den Ra-Mobs, da habe ich tatsächlich einen gefunden, der den hier hatte, den Kristall des Wahnsinns. Super Sache. Alle Werte um 500 erhöht. Bam, eine Stunde kostenlos. Um die ganze Sache hier noch ein bisschen einfacher zu machen, um euch hier nicht ewig mit irgendwelchen Dailies zu halten, haue ich mir noch ein Buffwood rein. Und dann leg mal los, hau ein paar Mogus um. Was haben wir denn? 8 Mogus Shaotin getötet. Machen wir. Den großen müssen wir doch garantiert auch killen. Ich kenne das doch alles noch. Da ist Ungetüm von Shaotin getötet. Da mischen wir gleich mal kräftig mit, damit es hier vorangeht. Ich frage mich, warum meine Flügel gerade nicht angezeigt werden. Jetzt sind sie da. Und down ist er. Gut, prima. Die Schlangen, äußerst nervige Gesellen. Na, solange wir noch Flügelchen haben. Also wie gesagt, ich bin bestimmt nicht der größte Pro-Player unter allen Leuten hier. Aber ich denke, dass ich schon ein bisschen Ahnung habe mit WoW. Ich mag WoW, ich beschäftige mich gern mit WoW. Also, warum nicht ein bisschen Let's Play? Ich weiß nicht, es gibt glaube ich schon ziemlich viele Let's Plays für World of Warcraft, ganz sicher. Ich werde jetzt einfach mal anfangen, habe mir Fraps besorgt, werde einfach mal ein paar Videos machen. Ich hoffe, die Qualität passt soweit. Werde ich alles sehen, wenn das hier fertig ist. Wenn die Videos ankommen, was ich natürlich hoffe, wenn sie euch gefallen, werde ich natürlich viel mehr machen. Ich werde auch versuchen, dann meine Qualität zu steigern. Natürlich möglich. Und, na, und ganz sicher werde ich auch, na, die haut ab, irgendwelche anderen MMOs an den Start bringen. Mal gucken, ich spiele nicht so viel, wie gesagt, ich habe nicht so viel Zeit, aber das kann sich ändern. Macht mir Spaß. Und ich meine, die ganzen Videos von den Pro-Raids, von allem möglichen, gibt es doch alles schon auf YouTube. Method hat jetzt wohl den First Kill vom 13. Boss im Drohnen des Donners gehabt, soviel ich weiß. GZ dazu. Prima. Aber da fährt ich eigentlich keine.
Freizeit. Ich war nie ein wirklicher Pro-Raider. Ich habe eigentlich immer Heiler gespielt, damit ich auch bei Random Raids mitkomme, weil das war immer schwierig. Klar, als DD damals zu, ich habe zu Burning Crusade hab ich angefangen. Keine Chance. Was willst du machen? Kommst du als DD und dann noch als VÖ? Dann noch als Vergelter gleich dreimal nicht mit. Naja. Habe ich Heiler gespielt. Mein erster Charakter war ein Magier. Horde. Den habe ich immer noch. Der ist allerdings noch auf Level 85. Ich habe bisher nur meinen Paladin auf Level 90 gebracht. Ich muss ja zugeben, ich war heiß drauf, einen Realm First zu erreichen. Und zwar den der Inschriftenkunde. Den habe ich zu Wrath of the Lich King erreicht. War ich der erste Inschriftenkundler des Realms. Habe ich dann versucht zu verteidigen mit Cataclysm. Hat es leider nicht ganz geklappt. Und jetzt mit Flügelchen. Jetzt mit Mist of Pandaria. Hat es auch wieder nicht hingehauen, obwohl ich es wirklich probiert habe. Aber gibt halt immer ein paar schnellere. Naja, was haben wir denn noch? 2 von 3 Schlangen haben wir schon. Super Sache. Geht eigentlich relativ flott. Ich erinnere mich noch, anfangs war es wahnsinnig mühselig, vor allem auch mit schlechtem Equip und oh, die Dailies. Ich meine, viel wurde ja drüber geredet, wie nervig die Dailies seien. Ja, mein, man muss sie nicht machen, gell? Aber jetzt im Moment habe ich mir einfach vorgenommen, dass ich, da ich auch so erfuhrungsrum bin und einfach auch scharf drauf, viel zu haben im Spiel, die Quest haben wir gar nicht, möchte ich natürlich Goldener Lotus ehrfürchtig haben. Und auch noch alle anderen. Ich zeige es euch gleich, sobald wir hier mit den Quests fertig bin und wieder fertig sind und wieder zurückfliegen, zeige ich es euch. Ich habe, ach, die Wolkenschlangen habe ich schon auf ehrfürchtig, die Angler habe ich auf ehrfürchtig, alle Ackerbauern habe ich auf ehrfürchtig. Das war's, glaube ich. Mein ist jetzt kein Kunstwerk mehr, aber wenn man denkt, dass ich jetzt wirklich Monate eigentlich nicht mehr gespielt habe und dafür auch immer noch ein Item-Level von 470 wird es sein, knapp 470, lasst uns mal schauen. 475. Dafür ist das Ganze in Ordnung. Also, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall mich auch wieder in den Schlachtzugsbrowser wagen. Ein bisschen Equip holen. Die aktuellen habe ich alle schon gespielt. Terrasse des Frühlings, Herz der Angst und Mogushan Gewölbe. Gewölbe heißt Gewölbe? Bin ich richtig? Jawohl. Habe ich alle schon gespielt. Ah, jetzt sehe ich gerade, wir haben Lao Samfuß retten noch als Quest. Lasst mich mal gucken, der treibt sich immer woanders drum, wenn ich das noch weiß. In einem von den Käfigen hier also nicht. Wo sind noch Käfige? Ja, hinten sind auf jeden Fall noch Käfige. Ja, mein Equip ist Transmogrified zum Teil. Kann einem gefallen, muss einem nicht. Ich fände es ganz nett. Werde ich euch natürlich auch irgendwann bestimmt noch zeigen, wie man irgendwas, was es für schönes Equip gibt. Habe ich mich auch lange mit beschäftigt. Ich habe lange eine Kapuze gesucht für meinen Paladin. Gibt's nicht. Gibt's nur für unsere lieben Freunde der Todesritter. Oder eben eins der Gladiatoren-Sets von Cataclysm noch. Ich kann euch nicht sagen, welches es genau ist. Aber das ist dann die hier. Na, finde ich ganz cool, klar. Die klassischen T6-Schultern-Schwert ist aus dem Mogushan-Gewölbe. Lass mich nicht lügen, der Spektraltiger, der Spektraldrachenboss. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ist auch eigentlich wurscht. So, 1 von 6. Ja, und so einfach ein paar Kleinigkeiten. Aber wir werden uns kennenlernen über die Let's Plays, da bin ich mir sicher.
Natürlich, wie bei vielen Let's Plays, jederzeit sind natürlich die Kommentare aktiviert und ich freue mich natürlich auch über Feedback von euch. Wenn ihr was sehen wollt, schreibt in die Kommentare. Wenn ihr was scheiße findet, schreibt in die Kommentare. Wenn ihr was gut findet, natürlich auch. Und wir werden starten und ich werde natürlich auch schauen, natürlich, dass ich, wird natürlich auch gucken, dass ich zu 5-3 Startklar bin und dann werden wir natürlich auch ganz hoch aktuelle Themen zeigen. Aber jetzt muss ich erstmal nachholen, muss mich hier erstmal reinüben. Und deswegen fangen wir mit der Goldenen Lotus, mit den unbeliebtesten der Lelis an. Es ist mir schon klar, Leute, aber ich bin ja auch bald ehrfürchtig und dann seht ihr von den Dailies hier nichts mehr bei mir im Let's Play von Clue. So, haben wir alle erledigt. 10 Minuten waren wir dran, geht. Also wirklich geht. Schauen wir mal hier, sind sie schon weg, die kleinen Pets. Grüße, möge euch dieser hier ein paar Pünktchen. Das neue mit den Münzen habe ich noch nicht ganz verstanden. Es gab sonst immer einen Moment. Bisher gab es immer die ehrwürdigen Amulette des Glücks. Jetzt bin ich vorgestern online gekommen, habe ein paar geringen Amulette des Glücks umgetauscht und habe Schicksalsruhen der Mogo gekriegt. Mir ist klar, die sind wahrscheinlich für den Thron des Donners. Doch, wo kriege ich jetzt weiterhin die ehrwürdigen Amulette des Glücks her? Wenn ihr Bescheid wisst, gern in die Kommentare. So, wohin gibt es Nebelhauch? Sehr gut. Die finde ich um einiges interessanter, wie die hier am See. Da oben haben wir noch eine Quest. Wir sind die brennenden paar. Das sind die Pet Quests. Die werde ich ganz sicher auch noch machen. Ist schwierig, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Weil beim Pet Sammeln bin ich dabei. Geister töten. Ah, hier rennen die Kleinen rum. Das gefällt mir schon sehr gut. Bei den Dailies gibt es auch Schlüssel zu finden. Von den Mogus. Mit denen kann man dann in den Katakomben. Wo ist die letzte? Waren das alle? Nee, das können... aha, da ist noch eine. Können man in den Katakomben Truhen öffnen, die Gegenstände beinhalten, die Ruf gewähren für den Goldenen Lotus. Nicht allzu viel. Ich habe da schon mal einen blauen und einen epischen. Aber ich meine, besser wie nix, gell? So, jetzt schauen wir mal schnell auf die Karte. Die Unruhestifter töten, den ihre Fässer mopsen. Ja. Da haben wir auch schon einen. Und kommst du her, Bursche. So, der wird gestunt. Dann können wir uns in Ruhe das Fass holen. Komplett unnötig, ich weiß, Leute, ich weiß. Aber ich möchte ja auch meinen Spaß haben. Wir werden hier natürlich auch nicht nur treiben, wir treffen, tun bestimmt auch ein bisschen Schabernack treiben. Mal sehen, was uns so einfällt, was uns Spaß macht, was uns in die Quere kommt. So, können wir doch gleich ein paar mehr pullen. Da zünden wir doch mal meine schönen Flügelchen, dann geht die nämlich runter wie Butter. Jetzt muss ich aufpassen, dass mir keiner meine Fässer klaut. Aber sieht nicht so aus. Ist, ich glaube, überhaupt seit ich online bin, die Quests macht überhaupt gar keiner mehr. Wahrscheinlich alle schon viel weiter, hängen alle unten in der Kasarang-Wildnis rum. Beziehungsweise jetzt auf der Insel des Donners. Kasarang-Wildnis war ja Patch 5.1. Wie hieß die Landung des Löwen auf Allianz-Seite? Allianz, ja. Allianz spiele ich aufgrund der mangelnden Random-Möglichkeiten der Horde auf meinem Server. Hab als Blutelf Paladin angefangen, wie so wahrscheinlich jeder, und war einfach nichts mehr los. Habe ich mir einfach gedacht, gehe ich zur Allianz, habe ich ein paar Bekannte bei der Allianz, kann ich mit denen zusammenspielen, was jetzt auch bestimmt nicht das Schlechteste ist. Und habe mich dann der Allianz angeschlossen. Jetzt im Moment bin ich ganz zufrieden, es war auch mal nach 4-5 Jahren immer nur in Okrima rumsitzen. War es einfach auch mal schön, mal Sturmwind zu sehen, war eine tolle Abwechslung. Ob Horde oder Allianz, ja, die Horde
mag der ein bisschen coolere Haufen sein, aber von den Spielern her macht es, glaube ich, keinen großen Unterschied. Ich weiß gar nicht, Method, was für eine Fraktion die angehören. Müsste ich mich mal vielleicht noch informieren. Ich werde auch versuchen, euch in meinen Videos immer mal wieder mit einfach auch Insider-Informationen natürlich zu füttern. Ich treibe mich viel auf Buff drum, auf WoW-Szene, auf allen möglichen Internetseiten. Und ich werde dann natürlich auch versuchen, für euch immer mal wieder ein paar gute neue Infos rauszukriegen. Ich denke, das ist ja auch sehr interessant. Die zwei Quests hier haben wir jetzt fertig. Na, fliegen wir mal mit dem hier. Und ja, schauen wir einfach mal weiter. So, Leute, hier geht's rechts. Na, GZ hat einer Stufe 14. Och, jedes ist neu. Oder was? Achso. Nope, hat gar nichts damit zu tun. Auch recht. Dann geht's höher. Hier sind wir richtig. Ah, das ist nicht neu, das kenne ich noch. Na, dann lassen wir mal. Meine Berufe, wie schon vorher erwähnt, Inschriftenkunde und... Oh je, ja, im Moment bin ich, glaube ich, Kräuterer. Ich habe zwischendurch viel geswitcht. Ich war mal Verzauberer, ich war mal Juwel. Nur Inschriftenkunde habe ich natürlich nie verlernt aufgrund meiner Heldentat. Was ist mit dem hier los? Der ist ein Dicker. Ui, er hat dabei ein Geschenk gekriegt. Ja, habe ich das nie verlernt. Deswegen kann ich hier immer mal ein bisschen kräutern. Ja. Habe ich natürlich auch den Reinforce versucht. Hat nicht funktioniert. Ja, was heißt. Darf man alles nicht zu ernst nehmen. Wobei ich das Spiel jetzt halt sehr ernst genommen habe. Ich habe wirklich Gas gegeben, vor allem in der Erfolgs... Auf der Erfolgs... Die halten ja gar nichts aus. Ja, was ist denn denen los? Hm, die Pilze zeigt es mir trotz Kräuterkunde nicht auf der Minimap an. Hätte ich jetzt gedacht. Was haben wir denn hier verursacht? Unterlittener Schein um 30 erhöht. Ja, deswegen... Na komm, hau mal rein. Wir sind ja schließlich eine Heilerklasse. Was macht uns schon verursachter Schaden? Nicht macht er uns nicht. Lieber erhöhter Schaden, 4 Stacks. Stacken kann. Ihr werdet es wahrscheinlich schon wissen. Ich weiß es nicht. Deswegen einfach mal probieren. Na und mal abseits der Spielwelt. Wetter. Prima. Heute gefühlte 25 Grad. Wahrscheinlich waren es auch 25 Grad bei mir im Schwarzwald. Prima, wirklich. War schön draußen spazieren, Sonne genießen, Balkonmöbel abgestaubt. Alles bestens. Ich hoffe, ihr hattet auch so tolles Wetter. Aber war ja, glaube ich, in Gesamtdeutschland ein Spitzenwetter. Wurde auch wirklich Zeit. Das ist genau die richtige Zeit für mich, endlich mal wieder am Computer zu hocken und World of Warcraft zu spielen. Die Quest, da kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Also ich glaube, die hatte ich selten. So, wir brauchen noch einen Pilz. Und noch zwei von den Geistern. Na, da ist schon einer dran, dann nehmen wir den hier. Mal sehen, was wir heute in der Folge noch zeigen. Wir werden natürlich auch noch auf die Farm gehen. Ob das heute klappt, werden wir sehen. Nehmen wir mal eine Heilung rein. Na. Komm. Aber wir werden schauen. Aha, die Quest leitet direkt weiter. Ne, wird nur direkt Geistergeld. Ja, super, was soll denn das sein? Na, 11 Goldstücke werden nicht schlecht. Ich habe noch 41.000 Goldstücke, kann ich zufrieden sein. Habe ich viel Geld gemacht am Anfang des Addons mit Dunkelmondkarten. Haben die Leute gekauft wie die Irren. Hallo.
Mögen euch die. Was braucht der Kerl hier zum Kochen? Prima. Dann lass mal weiter gucken. Wart den Frieden. Auf Wiedersehen. Nein, ich hätte meine Quest vergessen hier. Ihr seid herzlichst willkommen. Bei den Ruinen, die mag ich gar nicht. Das ist doch die mit den Spinnen. Naja, was soll's. Da müssen wir durch. Jetzt schauen wir mal geschwind auf meinen Ruf. 19.950. Ich habe vor 2 Tagen, wo ich das letzte Mal online war und wieder neu angefangen habe mit Spielen, habe ich mir meine Farm gleich gekauft. Es geht wohl seit Patch 5.1. Gehört jetzt mir. Na, hier im Netz, der klingt sehr alarm, ist das schon. Seid stark. Habe ich mir die Farm gleich geholt und dann kann mir jeweils 8 Felder bepflanzen für... Ach Leute, für Ruf. Kann man dann wohl abgeben, in eine Kiste stopfen, habe ich noch nie gemacht, aber werden wir mal sehen. Da habe ich natürlich gleich mal goldener Lotus gewählt, 600. Jetzt werden wir sehen, wie viel Quests, wie viele Punkte uns noch fehlen. Steinborkengeister. Was zum Teufel sind Steinborkengeister? Na egal, die Steinchen hier brauchen wir. Oh, da werde ich auch noch die Mann ausgesetzt. Da gab's. Aber das dürfte jetzt ja kein Problem mehr sein. Macht ja kein Schwein mehr die Quest. Dürfte ich wohl genug von den Steinchen finden. Aha, ein Steinborkengeist. Oder? Prima. Hier haben wir ein Steinchen. Hier haben wir ein Steinchen. Weiß nicht, habe ich schon erwähnt, meinen Heiler werde ich natürlich auch mal auspacken. Aber muss ich mich erst wieder reinfuchsen. Erst wieder ein bisschen... Ah, den nehmen wir doch gleich noch mit. Bisschen üben. Heilen ist längst nicht mehr so schwer wie früher und vor allem, ich meine, im Raid-Browser hält sich das in Grenzen, denke ich. Wobei ich gehört habe, dass Drohne des Donners doch etwas anspruchsvoller sein soll als die Raids zuvor. Ist ja auch nicht schwer. Ich meine, die meisten Bosse in den Raids davor im Schlachtzug-Browser waren einfach Tank and Spank. Mein, was erwartest? Ist halt so. Ich meine, die Leute sollen die Inhalte sehen. Die Entwickler stecken viel Zeit und Geld rein. Ja, ist logisch. Nein, ich verstehe auch die andere Seite, wirklich. Die Hardcore-Player, die wollen ihre Herausforderungen. Sollen sie auch haben? Ich weiß jetzt gar nicht, hab mich mit keinem Hardcore-Spieler unterhalten, ob die neuen Herausforderungsmodus oder die heroische Variante der Schlachtzüge auch wirklich Herausforderungen genug sind. Aber, naja, ich denke, WoW verliert Spielerzahlen, haben immer noch massive Spielerzahlen, aber verliert doch ordentlich und, ne? Sie machen halt einfach was dafür, um ihr Niveau halbwegs zu halten, auch wenn das Spiel jetzt schon, wann ist es, 95, ist glaube ich, erschienen. Ja. Wahnsinn, dass sie sich so lang halten können. Dieses Jahr ist ja wieder BlizzCon. Uiuiui, da bin ich wohl vergiftet. Dieses Jahr ist BlizzCon. Wird ja spekuliert, dass Titan mehr gezeigt wird. Das neue MMORPG von Blizzard mit Social Faktoren. Keine Ahnung, Second Life meets Facebook, irgendwas in der Richtung. Bin sehr gespannt, muss ich sagen. Sehr gespannt. Ja. Wir werden sehen, ob sie wirklich was ankündigen. Ansonsten für die BlizzCon möglich Diablo 3 Erweiterung. StarCraft, die 2. Erweiterung, steht glaube ich auch an. Ach, wir müssen noch die Steinchen. Nein. Steht auch an, ja. Haben sie gut was zu präsentieren, die Jungs von Blizzard.
Ah, ja, einen blöden Spinnhaufen. Wie viel haben wir? 5 und 12, alter Schwede. Ja, ordentlich. Was kommt? Ach, das Mogu-Artefakt muss ich auch holen. Machen wir zum Schluss. Beziehungsweise, nein! Oh, ich bin noch gar nicht gebufft. Das machen wir gleich, weil, so viel ich weiß, sind da oben auch noch so Geister, das habe ich jetzt eigentlich nicht gemeint. Sondern so Steinchen. Na, und du siehst hier vor rum, guckst wie dein Kumpel drauf geht. GZ! Nicht schlecht. Ja, wo kommt ihr her? Wo habe ich euch gepult? Soll mir recht sein. Ohohohoho, so war das dann allerdings doch nicht geplant. Komm, solange die Flügelchen aktiv bin, sind Inquisition, Inquisisat. Das hat mich jetzt bescheuert. Inquisition, so heißt. Außer looten. Weg hier. So, wir müssen noch mal eine Stufe höher für das Mogu-Artefakt, wenn mich nicht alles täuscht. Wo sind die Runen? Der Kessel da ist. Eine wird von so Runen geschützt. Kann ich da ein Pferdchen drin stehen? Ah, geht sogar. Wo sind die anderen? Waren es nicht mehr zwei? Drei? Drei waren es, glaube ich. Ah, ne. Sag mal, haben sie das genervt, oder was? Na, hab ich nicht mitgekriegt. Tut mir wirklich leid, Leute, dass ich nicht komplett up-to-date bin, aber für die nächsten Let's Plays, ich verspreche es euch, ich werde versuchen, auf dem aktuellsten Stand zu sein. Einfach auch interessenhalber. Hab wieder richtig Bock auf WoW. So eine Pause tut wirklich mal richtig gut. Macht's auch mal wieder Spaß, auch wenn es immer noch der gleiche Scheiß wie vorher ist. Aber es macht wirklich Spaß. Und ich verspreche euch, wir werden nicht in jedem Let's Plays nur Dailies machen. Wir werden vielleicht uns jede Fraktion mal angucken. Ich denke, ist vielleicht auch mal interessant, auch für die Leute, die das vielleicht noch nicht so viel spielen oder die einfach Lust haben, WoW zu spielen. Für die werden wir uns, werden wir uns sicher im Laufe der Zeit alle Dailies mal angucken, beziehungsweise alle Fraktionen, nicht alle Dailies, das wären über ein paar Tage, das machen wir sicher nicht. Aber wir werden alle Bereiche von WoW mal anschauen. No, nein! Fail. So, weg hier. Ich brauche noch Steinchen. Da ist noch einer. Da übrigens, das ist der Eingang, wenn man seinen Schlüssel hat, geht's da runter. Und auch für irgendwelche Bosse. Also ich weiß, da unten ist eine dicke Spinne. Ah nee, habe ich den gepult? Logo, habe ich den gepult. Irgend so eine Quiele. Und noch irgendwelche anderen Hallen. Aber da kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern. Vielleicht sehen wir es ja noch. Wir werden sehen. Da haben wir noch und dann brauchen wir noch einen und dann gehen wir ab und dann müssten wir noch den großen Obermods besiegen. Hm, ist doch klar, genau.
den hat er geklaut von mir. Prima. Zurück. Ist ja gleich ums Eck hier. Wir sind die Klingen in den Schatten. Heute hatte ich erst Probleme mit dem das ist doch schon die Dicke. Seid stark. Okay, wer ist Milau? Wenn sie. Willkommen. Berichtet mir von euren. Und zwar hatte ich ein Frames per Second, wo ich eingeloggt habe. War nicht so prickelnd. Tötet Milau. Ah, das ist auch da unten drin. Na, gehen wir mal rein. Was macht der Ruf? Oh, ich freue mich, ich freue mich. Das wird knapp. Aber mit meiner Farm, dann sehen wie viel Ruf das gibt, die Kräuter. Aber dann müsste es reichen, dass ich wirklich endlich ehrfürchtig bin. Hier seht ihr so eine Truhe in der Mitte. Die kann mit dem Schlüssel geöffnet werden. So, das freundliche Spinnchen ist hier, wo die ganzen kleinen Spinnen mitkommen. Die nehmen wir gerade mit. Ja, jetzt aber. Oh. Komm, 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 komm. Die Gegner hier, die sind keine wirkliche Herausforderung. Sie sind ein bisschen schwieriger. Man muss ab und zu vielleicht mal eine Heilung reindrücken. Aber ist keine wirkliche Herausforderung. Ihr seht, ihr Lebensbalken geht schön rapide bergab. Da kommt noch ein bisschen von ihrer Brut. Fügt mir so gut wie gar keinen Schaden zu. Prima, alles in Buddha. Na, weg mit euch. Dann mal dass ihr sterbt. Gut. So. Milau. Na gut. Machen wir das mal. Aha, 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 aha. Fallen? No. Nochmal eine richtige Herausforderung. Wenn du mal nicht zum Leben erweckt wirst. Nö, willst du nicht. Prima. Wenn du mal nicht zum Leben erweckt. Aha. Und du auch? Okay. Millionen Trefferpunkte. Den habe ich schon mal besiegt, fällt mir gerade ein. Ich glaube... Oh, hier ist ja wieder so eine Truhe. Leider kein Schlüssel. Ich glaube, der muss... gar nicht sterben, wenn mich nicht alles täuscht. Na, was ist los? Na, viel blinke, blinke, Blitze. Alles vom Feinsten. Okay. Weiß nicht, kommen sie zum Mittig? Komisch. Soll ich den in der Gruppe machen oder was?
nah. Und cast halt mich selber. Sehr gut. Die Isolation läuft wieder aus. Refreshen. Müssen wir ihn wohl doch komplett killen, aber stört mich. Doof wie ich bin, habe ich auch keinen Heiltrank mehr zur Verfügung, weil ich meine Espresso-Tasse hier, Cafabrese, genommen habe. Und noch ein... Oh. Gut. Und drücken uns doch mal noch eine Heilung rein. Ich liebe mein Paladin. Gut aussehen tut er sowieso. So, jetzt fix hier raus. Wupp, hat mich nicht gesehen. Oh, hat mich wohl gesehen. Szenarios gibt es auch, werden wir uns auch ganz sicher anschauen. Habe ich schon in meiner aktiven WoW-Zeit ein bisschen vernachlässigt, muss ich sagen. Aber wir schauen uns auf jeden Fall an. Ah, schau an. Truhe ist weg, hat wohl einen Schlüssel gehabt und sich den Inhalt gegönnt. GZ. So, Bursche, Vollgas. So, Hallöchen. Irgendwas Spinnchens. Bleibt wachsam. Die Mauer darf nicht fallen. Oh, hat nicht gereicht. Pass auf, Leute. Ich brauche in der meiner ersten Let's Play-Folge noch ein Erfolgserlebnis. Drum ganz schnell ins Tal der Verhinde. Pflanzen ernten. Dann muss es doch reichen, oder? Oh, 90 Punkte fehlen auf ehrfürchtig. Und dann natürlich noch die obligatorischen 1000, die ich euch aber in dieser Folge ganz sicher nicht mehr antun werde. Wir sind eh schon ordentlich über der Zeit. Ich plane meine Let's Plays auf jeden Fall Viertelstunde, wie alle anderen Kollegen, die mir natürlich noch weit voraus sind in Erfahrung und wahrscheinlich auch Technik. Aber wenn es ein bisschen länger dauert, ist es schon auch okay. Und für die erste Folge, denke ich, ist das eine ganz annehmbare Zeit. Ich werde sehen, was bei rauskommt, wenn ich fertig bin. So. Ich weiß nicht, warum der die ganze Zeit rennt. Tut mir echt leid, aber ich weiß es einfach nicht. Ah, das ist Shadowpan. Gut, dann machen wir erst die hier. Ich weiß nicht, wie viele Punkte es gibt, aber 90 wird es auf jeden Fall geben. So, okay, hier. Abgeben. Erfolgerung! Bingo! Prima! Das freut mich, Leute. Und damit möchte ich mich auch verabschieden. Schaut bitte gern auf meinen Kanal KL Unterhaltung.
Und ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liked. Wie gesagt, Kommentare stehen euch zur Verfügung für Kritik, positiv, negativ, Feedback und gerne auch Tipps und Tricks. Bis morgen, Leute. Tschüss.